Hallo, 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 meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich bin Call of Duty 4 Modern Warfare. Ich starte hier auf dem Weg mein neues Game. Für Zuschauer unter 18 Jahren ist das Spiel nicht geeignet. Von daher, let's fucking go. Mal schauen, was uns hier so Tolles erwarten wird. Lassen wir uns mal überraschen. Schön, Sie zu sehr sehen. Neue. Nehmen Sie eins der Gewehre vom Tisch. Händler. 22 SAS. Okay. Sie kennen das Spiel. Auf zur ersten Station und mit dem Gewehr zielen. Alles klar, Mann. Das machen wir. Nun zielen Sie mit Ihrem Gewehr, Soap. Also, schießen Sie jetzt mit der Zielvorrichtung auf jedes Ziel. Zauberhaft. Okay, schießen Sie jetzt aus der Hüfte auf die Ziele. Zielvorrichtung nicht mehr. Ich will, dass Sie aus der Hüfte feuern. Verwenden Sie die Zielvorrichtung nicht mehr. Ich will, dass Sie aus der Hüfte feuern. Okay. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Schießen Sie durch das Holz auf die Ziele. Gut. Kugeln werden dünnes, schwaches Material wie Holz, Putz und Blech durchschlagen. Hier tauchen nacheinander Ziele auf, eins nach dem anderen. Treffen Sie alle so schnell wie möglich. Alles klar. Wirklich gute Arbeit, Kumpel. Holen Sie sich nun eine Pistole. Okay. Gut, jetzt wechseln Sie auf das Gewehr. Ziehen Sie jetzt Ihre Pistole. Denken Sie dran, zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen. Mit dem Messer sind Sie noch schneller als beim Wechseln auf die Pistole. Zerschneiden Sie die Wassermelone. Sauber, Ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Captain Price möchte Sie sehen. Alles klar, dann gehen wir doch mal zu Dwight. Er ist der neue Sir. Nehmen Sie nicht so hart ran. Es ist sein erster Tag. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Soap, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Alle anderen ab zur Beobachtung. Für diesen Test müssen Sie das Frachtschiff in weniger als 60 Sekunden meistern. Gas hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Viel Glück. Über die Leiter da drüben. Nehmen Sie die MP5 und 4 Blendgranaten auf. Auf mein Zeichen aufs Deck und zur Position 1. Danach die Treppen runter auf Position 2. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position folgen. An das Seil, wenn Sie bereit sind. Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Position 4! Treffen Sie die Ziele! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Blendgranate durch die Tür! Ziele! Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Ziemlich gut, Soap, aber ich habe schon Besseres gesehen. Die Leiter rauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Gentlemen, die Frachtschiff-Mission läuft. Machen Sie sich bereit. Wir starten um 0200. Wegtreten. Okay, für alle Spieler, die noch nie die Spiele gespielt haben, oder auf die Probe gestellt. Würde ich sagen, ich spiele einen geilen Soldat. Alle Anfänge schwer, von daher shit happens. Besatzung, wir haben die Kontakt zum Ziel noch 60 Sekunden. Komm, wo in der Straße. 30 Sekunden, Licht aus. 10 Sekunden.
aufstellen. Gas, bleib im Vogel, bis wir das Deck gesichert haben. Over. Kapiert. Hoch zu mir. Treppe gesichert. Letzte Runde. Gang gesichert. Mannschaftsquartier gesichert. Nach oben. Wo geht's hoch? Was der Part mit unserer Geschichte. Vorne Decke sichert. Grünes Licht für Alpha. Los! Bereit, Sir. Verteilen. 3 Meter Abstand. Da sind 2 auf der Plattform. Ich sehe sie. Waffenfreigabe. Kapiert. Ziel erledigt. Ziel neutralisiert. Nice. Wir haben Gesellschaft. Hammer 3-4, wir haben Ziel im ersten Stock. Verstanden, wir greifen an. Sind die alle down? Bravo 6, Hammer hat Kaufsprit. Wir ziehen ab. Big Bird wird in 10 Minuten für die Evakuierung auf Station sein. Verstanden, Hammer. Warcraft, Griffin, haltet uns den Rücken frei. Alle anderen folgen. Kapiert. Die spare ich mir für den Nahkampf. Verdammt richtig. Auf mein Zeichen. Los! Überprüft eure Ecken. Bewegung. Junge, die Ecken überprüfen. Ja, recht sicher. Gang gesichert. Vorwärts. Treppe gesichert. Bewegung rechts. Keine Ziele in Sicht. Formieren! Bereit, Sir. Los! Links sicher. Rechts sicher. Bewegung! Bewegung rechts. Schade, die eine ist mir gerade durch die Lappen gegangen. Bereit.
schieß dann Pfeile auf mein Alter. Starke Signale, Sir. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Das ist der Arabisch. Spaceblade, hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern. Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind schnell zu euch unterwegs. Nehmt mit, was ihr könnt, und dann nichts wie raus da. Die bewegen sich schnell, vermutlich Mix. Hauen wir ab. Zug, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Alles klar, alle mal nach oben, pronto! Okay, jetzt aber schnell, verlassen Sie das Schild. Warcraft Griffin, wie ist euer Status? Sie sind schon im Helikopter, Sir! Feindliches Flugzeug nähert sich! Scheiße, sie feuern! What the fuck, was ist das? Bravo 6, bitte kommen! Bravo 6, Status! Scheiße! Was zum Teufel ist passiert? Bravo 6, Status! Bravo 6, Status! Bravo 6, wir müssen rein. Wir sind alle an Bord, los! Verstanden, wir verschwinden. Baseplate, hier Big Bird. Paket gesichert, wir kehren zur Basis zurück. Ende. Nein, die erste Mission ist gut ausgegangen. Infinity World präsentiert. Call of Duty 1 War 5 4. Sehr schön. Back in Mr. Wilkener of the Torah!
Leute werden einfach hingerichtet, aber... Alter, ist das Shit. Ich möchte auch gerne einen Krieg mitmachen müssen. Auf jeden Fall kann mir einen. انهم يقولون من حجم تعظيمنا دعنا نظهر اننا لم نخاشمهم كشعب واحد يجب ان نحرر اخوتنا من نير احتلال الاجنبي Da gehen unsere Lichter aus. Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Amis haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als 3 Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Blackout! Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Naja, meine Lieben, ich würde sagen, hier beenden wir das Let's Play. Weiter geht's dann in der nächsten Folge. Geht auf meinen YouTube-Kanal Gameplay for Life. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.